Hey, hallo und willkommen zurück bei RimWorld mit den gefährlichen, Oh, ein Schweinchen. Hallo. Mit den gefährlichen Menschenjäger-Muffelos, die jetzt den Ben zerlegen. Der hatte Splittergranaten dabei. Faszinierendes Zeug. Und er war Koch. Vor allen Dingen war er ein Freund. Gleich Shipped Group. Söldner von den Schwarze Kröten. Stamm der Schwarze Kröte. Du bist Messerstecher. Du hast ein Steel Combat Blade. Gib ihn. Hat nicht so gut funktioniert. Aber ich habe ja Waffen dagegen. Die hier. Zeig's ihnen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass die irgendwie bis zur Waffe kommen. Oh oh. Oh oh. Das gute Gewehr. Oh je. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass es gleich Boom macht. Wie viel hat es noch? 70. Es macht gleich Boom. Aber der Boom könnte reichen, um die alle zu töten. Legt euch nicht mit meinem Gewehr an. Oh verdammt. Das hat nicht Boom gemacht. Das ist einfach nur kaputt gegangen. Meine guten Gewehre. Ja. Geht ihr jetzt nach Hause? Das ist nett. Ihr geht nach Hause. Das ist sehr freundlich. Wir haben gleich genug Essen. Aber so kann es ja nicht bleiben. Aufstellung beziehen. Sofort. Wir müssen diese Muffelos zerlegen. Ach, ihr geht hinten rum raus. Nein. Was denn nun? Wollt den ganzen Tag hier rumlaufen? Pass auf. Wir gehen hinten rum raus. Da haben wir nämlich Kanonen. Da können wir sie töten. Genau. Türen auf. Und raus. Geht mal hier rüber. Die müssen ja auch irgendwann schlafen, die Menschen, Jäger. Die haben alle ein bisschen Schaden bekommen. Feuert. Zerlegt sie. Ah, sehr schön. So, dann können wir die Einschränkung aufheben. Ihr dürft überall rumlaufen, wie ihr wollt. Und vor allem dürft ihr die Muffelos einsammeln. Gerade die noch Lebenden solltet ihr vernichten. Und dann gibt es da draußen noch 100 Leichen einzusammeln und so weiter und so fort. Und mit diesen ganzen herumliegenden Muffelos könnt ihr ganz viel Fell und Fleisch und so weiter mir besorgen. Das gefällt mir. So, der Piratenhändler. Mr. Mole. Guten Tag. Nicht schlafen. Oh, sorry. Einmal beim Piratenhändler durchklingeln, ne? Genau, da gibt es nämlich einen Kurzbogen und andere möglichen Waffen. Die können wir verkaufen. Sehr schön. Habt ihr sonst was für mich? So direkt nicht. Alles klar. Haben wir auch mit dem Piratenhändler gesprochen. Jetzt müssen wir leider wieder Waffen planen. Und zwar hätte ich gerne zwei davon. Damit wir den nächsten Angriff der Muffelos auch überstehen. Oh, was ist denn mit dem hier? Den dürft ihr auch töten. Ja, Muffelo-Fleisch dürfte für die nächsten Monate genug sein. Ein Artefakt ist erschienen. Mitten auf meinem Feld. Nehmen wir erstmal in Besitz. Aktivieren, weiß ich nicht. Ein verrückt gewordenes Tier. Faszinierend. Es wird sich meiner Basis nähern. Das ist okay. Mach du mal. Oh. Sehr schön. Der Kollege da, ihr erinnert euch, Kai, ist wieder da. Er hat Silber gefunden.
Das ist schön, Kai. Das hast du gut gemacht. Ich bin zufrieden mit dir. Komm nach Hause, bevor dich die Killerschildkröte angreift. Und dann gehst du schlafen und essen, ne? Gute Arbeit, Kai. Killerschildkröte wurde aufgehalten. Sehr gut. Wo läufst du denn hin? Achso, du sammelst die Splittergranaten und sowas ein. Auch gut. Wie viel Muffalo-Fleisch haben wir? Das ist noch vor dem. Ach, da sind auch Muffalos schon bei. Ja, unsere Nahrungssorgen sind für die nächsten Stunden vorbei. Gefällt mir. Jetzt müssen wir noch die Waffen hinkriegen wieder. Ah, eine haben wir schon. Was ist denn das hier? Achso, das wollten wir verkaufen. Stimmt. So, das Gerät kann schon mal wieder aufgestellt werden. Gewisse Sicherheit und so. Ach, guck mal, wie viel Gemüse da liegt. Wunderbare Sache. Was ist mit dem Kai? Der fällt auch gleich tot um. Genau, geh du mal schlafen besser. Hat eine lange Reise hinter dir, ich weiß. Na, guck mal, haben wir wieder ein neues Grab befüllt. Da können wir auch gerade nochmal ein paar diverses Vergnügen, wenn sie nicht drin sein. Dann legen wir doch noch ein, zwei an. Ich fürchte nämlich, da kommen noch ein paar Tote. Bevor wir die Verbrennungsanlage fertig haben. Die ganz klar das erklärte Ziel ist. Boah, sieht das hier aus, ey. Überall Blut. Ein wahres Gemetzel vor den Türen. Aber wenigstens haben wir jetzt genug zu essen. Das gefällt mir sehr gut. Energie ist auch überhaupt kein Problem mehr. Kein Thema. Gut, die Hälfte der Waffen sind ja auch weg. Oh, wer hat denn jetzt hier oben gebaut? Normal und gut. Ach, da bin ich ja nicht der Fan von, ne? Das muss weg. Gut ist in Ordnung, also mit gut kann ich leben. Aber normal. Sorry. Geht nicht. Kann ich nicht mit leben. Ist nicht der Standard, den ich erwarte. Von den Betten, die hier stehen sollten. Was ist eigentlich mit dem? Excellent. Oh, toll. Sehr gut. Lock die Lanes her. Hat es sogar signiert. Mit Anstand. Wenn jetzt noch einer putzen würde, wäre das eine ganze Ecke schöner schon wieder. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich bin ja schon froh, dass wir ein paar Kartoffelchen haben. Die müsst ihr jetzt mal langsam einsammeln. Genau, das macht ihr gerade sehr gut. Dann haben wir auch bald genug Nahrung. Wir haben ja sogar schon leckere Mahlzeiten rumliegen. Und üppige Mahlzeiten haben wir auch. Sehr gut. Dann haben wir das Essensproblem ja für eine gewisse Zeit nach hinten verschoben. Bis wieder der Hunger ausbricht. Ich kenne mich. Das passiert mir ständig in so Spielen. Da 1232 Muffalo-Fleisch und eine funktionierende Kühlung. Super. Es waren noch nicht alle Muffalos verarbeitet, wie ich sehe. Ist noch mehr dazu gekommen. Muffalo-Leder haben wir jetzt auch in einer Menge. Da, das ist nicht schlecht. Ich würde auch fast vorschlagen, ihr arbeitet nicht mehr mit Stoffen. Na, doch. Könnt ihr ruhig. Obwohl. Lass mal den Stoff über. Ah. Macht keinen Sinn. Ich nehme alles zurück. Arbeite ruhig mit Stoff. Das ist ganz in Ordnung. Welche Schildkröte legen ja auch keine Eier, ne? Will ich nicht behalten. I'm sorry. Aber es war nötig. Also ich bin nicht sorry eigentlich. Was ist eigentlich mit dem Shamlab? Ihr macht Medizin, ne? Genau, aber euch fehlt das Xyrillium dafür. Das wächst so langsam. Und damit wir in den letzten 5 Minuten der Folge noch was Spannendes sehen. Oh, die putzen gerade. Was bist du denn für ein komischer Busch? Okay.
Es sind Leute untätig und so weiter. Das ist super. Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Moment, dann haben wir ein zweites Turret stehen, oder? Turret Nummer 2. Oh nein, wir haben keinen Stahl mehr. Ach, neue Aufgaben. Okay, wir drücken jetzt erstmal hier drauf. Das Artefakt. Es hat ein Signal geschickt. 100 Parader angelockt. Ja. Gut. Hätte man vielleicht vorher auf Speichern drücken sollen? Ich drücke nochmal sicherheitshalber Speichern. Man wollte ja nicht, dass die Staffel hier schon endet. Wobei, vielleicht auch doch. Mal schauen. Nocti, geh doch schon mal schlafen. Wo ist denn dann dein Bett? Du wirst gleich kämpfen müssen. Nein, du willst nicht schlafen. Okay. Die sind ja schnell da. Okay, ich brauche keine Nahkämpfer. Ich brauche Leute mit Waffen. Leute, die auch treffen mit ihren Waffen. Ach du Kacke. Sammelt euch hier. Da, um genau zu sein. Oh Gott, Hämmer! Rein! Einschränkungen. Ihr dürft alle nur im Cleaning-Gebiet sein. Okay. Du kannst sogar schon mal wieder ins Schlafen- bis Gehaltgebiet. Verdammt, die sind alle müde. Die sind alle müde. Kann eigentlich nicht wahr sein, ne? Die töten meine. Das kann nicht sein. Die töten meine Hühner. Diese miesen Schweine. Haben meine Hühner getötet. Okay, einen haben wir. Geht nach vorne. Feuer. Erledigt sie. Fangt mit jemandem mit Schild an. Nicht vorrennen. Ganz im Gegenteil. Rennt dahin. Nein, nicht durch die Bühne. Entschuldigung. Alle laufen. Oh, verdammt, da ist einer schneller. Ihr trefft Albinia. Oh nein, sie werden sie töten. Okay, weiterlaufen. Euer Ziel ist es, hier hinzukommen. Gilt für euch alle. Ah, vielleicht sogar auf die Seite. Finde ich sogar besser. Flucht. Das ist die einzige Chance, die ihr habt. Oh nein! Unsere eigenen Waffen. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, wir haben gewonnen. Was hat Albinia gerade verreckt? Okay. Puh, überstanden. Wir haben mehrere Verletzte. Schwer und weniger schwer. Albinia muss gerettet werden. Und dann können wir hingehen. Sundering, du lebst ja noch, ne? Fang den Dingens. Und Christian müsste auch jemand fangen. Wem geht's denn noch gut? Wenigen Leuten. Sehr wenig. Was ist das für eine Tür? Die ist ja lahmarschig. Sind die alle so lahmarschig? Können wir gerade mal gucken. Die geht schnell auf, aber die Schiefertür. Hat gefühlt eine halbe Stunde, um aufzugehen. Okay. Andy, ganz kurz den Typen fangen, bitte. Das darf alles mitgenommen werden. Oh. Der Gelbe darf auch gefangen werden. Kai. Fang den Gelben. So, wer sind denn meine Hauptärzte?
Lokti ist mein Hauptarzt. Und danach käme. Eigentlich sind alle meine Ärzte außer Gefecht. Lass mal Broker. Lokti behandeln. Schnell. Mit schnell meine ich super schnell. Genau, schlafen ist wahrscheinlich geheilt. Okay. Du behandelst Broker. Und habt euch gegenseitig geholfen. Dann bin ich zufrieden. Ihr dürft auch wieder überall hingehen. Die Gefahr ist gebannt. Ach so, guck mal. Die Leichen könnt ihr gerne anfangen auszuziehen. Ist die Kuh gestorben? Oh. Könnt ihr auch haben. Bin ich nicht so... Oh, es ist schon wieder die Waffe kaputt, ich glaub's ja. Ausziehen. Mitnehmen, ausziehen. Ausziehen. Mitnehmen. Wer legt denn hier so viele Eier überall? Naja. So, Lokti geht's gut. Muss noch was essen. Die Gefangenen sind Gefangene, wie sich das gehört. Die dürfen mit unserer grünen Medizin tatsächlich auch behandelt werden. Und wir werden uns in der nächsten Folge dann um die Gefangenen kümmern oder so. Und wir machen zumindest hier NPCs. Ja, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.